So, hier seht ihr die Poolanlage vom Sheraton Summer Bay in Ägypten. Hier unten ist eine Poolbar und da sind dann unten die à la carte Restaurants und das Hauptrestaurant. Das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Traumhaft schöne Anlage. So, das ist jetzt ein Standardzimmer mit Meerblick im Sheraton Summer Bay in Ägypten. Großes Bett, großer Flachbildschirm. Und hier geht es dann raus auf die Terrasse mit direktem Meerblick. Wichtig hier bei dem Hotel ist, dass ihr wisst, dass hier im Hotel in den Standardzimmern nur Dusche ist. Und erst ab der Kategorie Suite ist es dann so, dass eine Badewanne mit im Zimmer ist. So, hier sind wir jetzt in einer Suite mit direktem Meerblick und separatem Schlafzimmer. Hier vorne ist der Wohnbereich, einmal mit Terrasse. Hier auf der Seite ist dann noch eine Terrasse. Hier vorne ist auch ein Esstisch dabei. Dann geht es hier in das Schlafzimmer, wo auch wieder ein Balkon ist, mit direktem Meerblick auch. Auch wieder ein Fernseher. Dann ist hier ein kleines Ankleidezimmer. Und hier ist dann ein super schönes, großes Bad mit zwei Waschbecken, der Badewanne, einer Dusche und WC und BD. Hier im Sheraton Summer Bay in Ägypten. Und wenn ihr mehr Videos von dem Sheraton Hotel sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir drücken oder unter www.fella.de schauen. So, hier haben wir jetzt dann eine Beach Suite mit kleiner Küche hier. Dann hier der Wohnbereich. Dann ist hier der Schlafbereich. Wieder mit kleinen, begehbaren Kleiderschrank. Und dann ist hier das Bad, wieder mit zwei Waschbecken, Badewanne und einer begehbaren Dusche. Und dann ist hier vorne der direkte Meerblick. Und dann hat man hier, das ist ganz, ganz toll in der Beachvilla, hat man hier zwei Liegen direkt auf seiner Terrasse mit eigenem Zugang zum Meer. Das ist die Beach Suite im Sheraton Summer Bay. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, schaut euch einfach unsere Videos an. Oder tut uns auf Gefällt mir. Das heißt, wir haben nur Gäste, die eine Beachfront Villa gebucht haben, Zugang dazu. Alle anderen müssen dann zum Hauptpool. Aber der ist jetzt extra für die Beachvillen. Hier ist nochmal die Anlage. Die Anlage ist unheimlich weitläufig hier im Sheraton Summer Bay. Ist eine sehr, sehr schöne Anlage, ist eine 5-Sterne-Anlage. Ja, hier vorne ist dann der Strandabschnitt, den zeige ich euch dann gleich. Und dann zeige ich euch auch noch das Restaurant und andere Sehenswürdigkeiten hier im Hotel, was man hier alles so machen kann. So, hier, das ist jetzt der Strandabschnitt vom Sheraton Summer Bay. Also hier auch wieder ganz, ganz toll diese, ja, Sonnenschirme, unten drunter Sonnenliegen mit ganz, ganz dicken Auflagen und auch der Windschutz oder Sichtschutz wieder. Einfach nur super. Hier unten sind auch Duschen direkt am Strand, dass man gar nicht hoch muss, wenn man nicht möchte. Hier ist dann auch gleich ein Restaurant, wo man mittags Mittag essen kann. Und hier ist das Hauptgebäude, wo oben die Spezialitätenrestaurants sind, unten das Hauptrestaurant ist. Hier am Strand ist dann ein Fußballfeld. Hinterm Fußballfeld ist dann nochmal eine kleine Bar. Hier seht ihr dann auch das Hauptgebäude nochmal, wo die Restaurants sind, wo der Pool ist. Wirklich super, super schön hier. Und hier vorne echt, also das Wasser, das ist traumhaft schön. Das ist glasklares Wasser, wirklich. Also super toll die Anlage.
Und hier auch, hier wird gesurft, hier wird Wassersport betrieben. Hier sind Boote, die man sich auch ausleihen kann. Also wirklich einfach nur schön. Wenn ihr mehr sehen möchtet, gerne auf vella.de oder hier einfach auf Gefällt mir drücken. Hier sind wir jetzt am Hauptpool vom Sheraton Summer Bay. Hier ist die Poolbar. Und hier ist dann nochmal das Layalina Café, wo es Kaffeespezialitäten gibt. Hier ist eine Grillstation aufgebaut. Super schön. Und da wird jetzt ganz frisch gegrillt hier. Und hier ist für uns jetzt für heute Mittag im Sheraton Summer Bay. Total schön. Hier kann man auch ganz toll mit kleinen Stühlchen sitzen. Hier ist ein kleines Buffet aufgebaut. Hier geht es dann runter. Hier sind weitere Sitzmöglichkeiten. Und dann geht es hier raus auf die Terrasse. Und hier von der Terrasse aus, wieder ein Hammerblick. Hier ist die große Terrasse direkt an der Bar. Und hier dann der Blick zum Pool, zur Poolbar und da der Strand. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir drücken oder unter www.vella.de nachschauen. So, hier sehen Sie die Rezeption vom Sheraton Summer Bay in Ägypten. Hier ist die Rezeption. Und hier vorne geht es dann runter und da zeige ich euch dann die ganzen anderen Sachen hier aus dem Hotel. Ganz, ganz tolle Anlage.